Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen neuen Yoga-Klasse. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Schön, dass du mir deine Zeit und dein Vertrauen schenkst. Ich bin Tobias von Yoga Privé und heiße dich herzlich willkommen. Namaste. Heute erwartet dich in dieser Yoga-Klasse ein Gefühl des Zentrierens. Das werden wir machen, indem wir die mittlere Achse unseres Körpers stärken und zentrieren. Und physisch werden wir immer eine abwechslungsreiche Sequenz machen, in der wir einmal die Beine zueinander führen, also mit Kraft zusammenbringen und schließen, also adduzieren. Und auch mal die Beine auseinanderspreizen, vom Körper weg, von dieser Mittelachse wegbringen, nach außen, also abduzieren. Das heißt, wir brauchen heute auch eine gute Vorbereitung für die Hüftgelenke, die wir mobilisieren werden. Wir werden Kraft in die Körpermitte bringen, uns dort stabilisieren und im Hauptteil dieser Stunde den Halbmond Ardha Chandrasana praktizieren. Nicht zuletzt gibt es auch eine schöne Möglichkeit, der Atmung mehr Raum zu schenken, sodass ihr den Geist zentrieren und fokussieren kann. Also, es wartet einiges auf dich in dieser gemeinsamen Yoga-Klasse. Als Hilfsmittel brauchst du nur einen Yoga-Block oder etwas Vergleichbares. Und dann kann es schon losgehen. Lass uns die Matte ausrollen und wir treffen uns in der Rückenlage dort wieder. Bis gleich! So, dann wechsel mit mir bitte in die Rückenlage. Wenn du dich ablegst, dann brauchst du Platz. Platz zu den Seiten für die Arme, so dass du einfach gemütlich seitlich ablegen kannst. Und du brauchst auch Platz für die Arme hinter dir. Also räum dir noch diesen Raum, diesen Platz frei und leg dann die Arme hinter dir ab. Verschränk dort die Daumen und beginn dich über die Fingerspitzen nach hinten auszustrecken. Bekomm also ein gutes Gefühl für die Länge deines Körpers. Die Arme strecken sich, die Achseln werden lang, die Flanken strecken sich. Und jetzt streckst du auch die Beine und schiebst die Füße über die Zehenspitzen von dir weg. Wenn du einatmest, dann zieh dich aus der Mitte deines Körpers auseinander. Und wenn du ausatmest, entspann dich in diese Größe. Mach das noch 4-5 Atemzyklen. Also immer einatmen und strecken, ausatmen, entspannen. Ja, spiel mit der Größe deines Körpers, wird immer länger. Dehn die Fasern, die Muskeln deines Körpers, bekomm ein Gefühl für die wirkliche Größe, die du hast. Mach das noch einmal mit dem Einatmen ganz groß werden, so richtig lang, über dich hinausstrecken, über die Fingerspitzen und die Zehenspitzen und ausatmen, entspannen wieder. Wunderbar. Dann bitte ich dich, die Arme zur Seite abzulegen, kuschel die Schultern in die Unterlage und stell einen Fuß nach dem anderen am Boden vor dir, vor deinem Becken auf. Gut, jetzt beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Und hier kannst du dir eine sehr schöne Drehbewegung gönnen. Und die darf sich im Laufe der Zeit immer angenehmer für den unteren Rücken anfühlen. Ein großes Ziel ist es hier, die ersten Spannungen aus dem Rücken zu lösen. Und gut fühlt es sich auch an, wenn du den Kopf weich entgegengesetzt mitgleiten lässt. So kann die gesamte Wirbelsäule sich verschrauben. Und die Wirbelsäule ist die mittlere Achse deines Oberkörpers. Ja, die verläuft ja genau durch die Mitte deines Rückens hindurch. Und diese mittlere Achse des Oberkörpers verringt sich in sich. Und das lässt die Wirbelsäule schön mobil werden, schön geschmeidig werden. Das führt zu einer guten Beweglichkeit. Mach das nochmal. Einmal zu beiden Seiten, bitte. Und dann komm in der Mitte wieder an und greif dir die Knie, einmal heranziehen, angenehm zum Brustkorb heranführen. Und jetzt schaukel weiter nach rechts und links. Wenn du etwas mehr Halt in den Seiten brauchst, dann kannst du die Ellenbogen nach außen anbeugen. Und dann kannst du schön gemütlich nach rechts und links schwingen, dem Rücken eine schöne Massage dabei schenken. Okay. Bitte dich dann, die Füße wieder aufzustellen, die Arme zu deinem Oberkörper, zur Yogamatte, zum Boden zu legen. Und jetzt mach bitte einen Bogen zwischen Daumen und Zeigefinger, für jede Hand separat. Bogen zwischen Daumen und Zeigefinger, also ein Okay-Zeichen. Das ist ein schönes Atem-Mudram-Yoga. Wir werden jetzt gleich eine Bewegung in Verbindung mit der Atmung erfahren. Und beginnen dafür, das Becken anzurollen, sodass der untere Rücken zum Boden kommt. Und jetzt rollst du über die Wirbelsäule dich nach oben hoch. Komm Wirbel für Wirbel nach oben, heb dein Becken hoch, heb dein Brustbein hoch.
Bring die Arme bei deinem großen Bogen über oben nach hinten zur Erde. Mach eine kurze Pause, jeweils eine Faust. Diese Pause, diese Kraft spüren. Öffne die Fäuste wieder in dieses Mudra. Leg dich nach vorn wieder ab. Genau über den Rücken nach vorn ablegen. Die Arme zum Boden bringen. Wenn dein Becken gelandet ist, dann zieh die Knie zum Oberkörper. Greif sie dir und wenn du möchtest, dann roll dich an. Also bring die Stirn oder Nasenspitze näher zu den Knien. Und dann komm wieder zurück. Den Kopf betten, die Füße aufsetzen. Wenn du einatmest, dann heb deinen Rücken nach oben. Roll dich hoch. Führ die Arme weit nach hinten. In Atemfülle kommst du in einer Pause mit Fäusten an. Im Ausatmen öffnest du die Fäuste, legst dich nach vorn wieder ab. Um in der Ausatemleere für einen Moment die Knie ranzuziehen, dich einzurollen und zurückzukehren. Mach das in deinem Atemfluss weiter. Das kann schneller oder langsamer sein. So wie es für dich jetzt gemütlich ist. So wie es sich harmonisch anfühlt. Im Laufe der Zeit kann die Atmung sich harmonisieren. Das heißt, Ein- und Ausatmen können ähnlich lang werden. Und vielleicht beruhigt sich dann die Atmung, vertieft sich. Dann hast du mehr Zeit für die Bewegung. Dann tauch ruhig auch mal in diese Pausen ein. Wie fühlt sich denn die Ausatemleere an? Und wie fühlt sich die Einatemfülle an? Beginn nach der Runde bitte noch einmal neu und wir kommen in dieser neuen Runde in die Schulterbrücke. Das bedeutet, dass mit dem nächsten Ausatmen nur die Arme zurückkommen, aber du lässt den Rücken oben. Hier gibt es mehrere Varianten für die Arme. Du kannst sie entweder anwinkeln, dann zeigen die Oberarme zum Boden, die Unterarme zeigen nach oben, die Fingerspitzen zeigen Richtung Decke. Du kannst aber auch die Arme lang Richtung Fersen ablegen oder sogar eine Faust machen, die Finger so gemeinsam verschränken. Egal welche Variante du nutzt, es ist in allen möglich, die Schultern unter den Rücken zu ziehen. Also mal rechte und linke Schulter unter den Rücken ziehen. So nähern sich spürbar die Schulterblätter an. Die kommen zur Mittellinie deines Rückens, also zur Wirbelsäule. Ja, zieh die Schulterblätter zusammen zur Mitte deiner Wirbelsäule. Gut. Die Füße nochmal gut aufstellen unter den Knien, Fersen schieben nach unten, Becken rollst ein bisschen ein, das Steißbein schiebt nach vorne hoch Richtung Oberschenkel. Dann bekomm eine gute Höhe mit dem Becken. Jetzt stell dir nochmal die gesamte Rückseite vor mit all ihrer Kraft. Genau in der Mitte deiner Rückseite verläuft die Wirbelsäule. Zieh da alle Muskulatur hin, also von der Peripherie, von außen zusammen zur Wirbelsäule ziehen. Und dann heb aus dieser Kraft den Rücken nochmal nach oben. Ja, aus dieser Mitte hebst du dich hoch. Dann kann die Vorderseite sich entfalten, sich strecken. Atme hier hin in die Vorderseite. Ein paar tiefe Atemzüge. Und dann drück den linken Fuß deutlich an den Boden, zieh das rechte Knie zum Oberkörper und schieb die rechte Ferse hoch zur Decke. Also richtig hochschieben, die rechte Hüfte mit hochziehen. Ja, sei kraftvoll, aber atme weiter. Mal 3, 4 tiefe Atemzyklen. Gut, dann löse im Anschluss wieder auf, stell den Fuß wieder zurück zum Boden. Hier mal durchatmen, nochmal justieren, Schultern unter den Rücken führen, Becken angenehm heben. Dann den rechten Fuß in den Boden drücken, linkes Knie ranziehen, linke Ferse hochschieben. Schieb den Fuß Richtung Decke, mach dann Abdruck. Ein paar Atemzyklen, 3, 4. Ja, die Ferse schiebt hoch, linkes Hüftgelenk zieht hoch, rechter Fuß drückt in den Boden. Nochmal mit dem Einatmen die Ferse hochdrücken und im Ausatmen den Fuß wieder aufsetzen. Gut, wieder tief durchatmen. 3, 4 Atemzyklen. Wieder die Mitte stärken, alle Muskeln zur Mitte des Körpers ziehen. Jetzt stell dir vor, du hast zwischen den Knien einen imaginären Yoga-Block oder einen Luftballon und du möchtest den halten. Du ziehst also die Knie ein bisschen aufeinander zu. Das aktiviert die Innenseiten deiner Oberschenkel. Gut, und dann lass uns auflösen. Erstmal die Arme zurück an die Ränder der Matte bringen. Dann zieh die Schultern nach außen und dann roll dich langsam wieder zum Boden zurück nach unten.
Gönn dir einen Moment des Entspannens. Momente, um auch tiefer durchzuatmen. Gut, dann zieh wieder die Knie zu dir heran. Finde ein paar schöne, sanfte Bewegungen, die dir wohltun. Gut, jetzt bring die großen Zehen bitte zueinander und öffne die Knie nach außen. Schieb dann die Knie hier außen nach vorn und schließ hier vorne die Knie wieder zueinander und ziehe sie geschlossen zum Oberkörper zurück. Jetzt die Knie zum Oberkörper führen, dann nach außen öffnen, nach vorn schieben und vorn wieder schließen und geschlossen zurückziehen. Einatmen, die Knie nach außen und vorn kreisen lassen. Ausatmen, die Knie zusammenbringen und zum Oberkörper zurückziehen. Mach das weiter. Einatmen, halben Kreis über außen nach vorn. Ausatmen, geschlossen zurückziehen. Ja. Das ist auch hier ein Gefühl des Zentrierens. Also mit dem Einatmen gehen die Knie nach außen, aus der Zentrierung die Peripherie in die Seite und dann mit dem Ausatmen ziehst du die Knie zusammen und wieder zurück zum Oberkörper. Zentrierst dich hier wieder. Na, noch 2, 3 Runden. Gut, dann stell die Füße bitte vor dir auf. Zieh dein rechtes Knie ran, greif dir die Oberschenkelrückseite, verschränk dort die Finger und schieb die Ferse nach oben. Stell dir wieder einen Abdruck vor, den du nach oben zur Decke machst. Der linke Fuß hat kein Gewicht am Boden, der ist einfach gemütlich aufgestellt. Dein Becken sinkt nach unten und ich bitte dich im Laufe der Zeit, die rechte Ferse ein bisschen weiter hoch zu drücken. Ich möchte mit dir die Beinrückseite jetzt aktivieren. Wenn du das sehr intensiv, also eine sehr starke Dehnung erfährst und dann beugt zwischendurch das Knie ein wenig an, sodass du einen Teil der Spannung aus der Kniekehle freigeben kannst. Warte da einen Moment und beginn dann wieder die Ferse hochzuschieben und das Bein ein bisschen mehr zu strecken. Mach das ruhig dynamisch, so kleine Bewegungen und finde die natürliche Grenze der Dehnungsmöglichkeit. Wenn das für heute für dich sehr gut funktioniert, dann kannst du auch mal anhalten, die Ferse hochschieben, das Bein ein bisschen mehr strecken, den Oberschenkelknochen gegen die Hände nach vorn wegschieben. Du kannst auch mehr machen, beispielsweise die Wadenmuskulatur greifen und das gestreckte Bein weiter ranziehen. Oder noch das linke Bein ablegen. Ja, finde deine Variante. Und wenn du merkst, es wird zu anspruchsvoll, dann bist du ein bisschen zu weit, dann komm wieder zur natürlichen Grenze zurück. Ja, entdeck die Möglichkeiten, die sich hier bieten. Verweile noch 4, 5 tiefe Atemzyklen. Gut, dann löst langsam wieder auf, stell beide Füße auf und vergleiche einen Moment die rechte mit der linken Seite. Nimm auch Unterschiede wahr. Und schüttel die Beine locker aus, sodass ein Teil der Spannung sich löst. Lass den rechten Fuß aufgestellt, zieh das linke Knie ran, greif die Oberschenkelrückseite, verschränk dort deine Finger und dann schieb für einen Moment die Ferse nach oben. Ja, lass auf der Seite Zeit, sodass die Muskulatur sich daran gewöhnt. Also mach nicht gleich dort weiter, wo wir eben aufgehört haben. Ruhig mal zwischendurch das Knie anbeugen, um einen großen Teil der Dehnung aus der Kniekehle herauszunehmen. Und dann ein bisschen warten. Und wieder neu beginnen, die Ferse wieder nach oben schieben. Auch hier gerne dynamisch mit kleinen oder großen Bewegungen. Ergründe die natürliche Grenze für die Dehnung. Wenn das für heute gut gelingt, dann kannst du auch mal die Ferse für ein paar Momente ruhiger nach oben schieben, also wirklich auch die Beinrückseite mehr strecken. Variationen sind immer möglich, also du kannst auch mit den Händen weiter nach oben kommen, Richtung Wade. Wenn du merkst, das ist zu viel, dann komm wieder zurück an die Oberschenkelrückseite und schieb eher den Oberschenkelknochen gegen die Hände nach vorn.
Wenn Dinge gut gehen, dann mach das, was jetzt passt. Optional kannst du auch noch das rechte Bein ablegen. Aber auch hier, wenn du das Gefühl hast, oh, das ist ein bisschen zu weit, wird alles nur noch zu fest, dann hast du einen Teil dieser natürlichen Grenze überschritten, dann komm wieder etwas zurück dahin, wo es angenehmer war. Wir bleiben noch 4, 5 ruhige Atemzyklen. Gut, dann stell beide Füße wieder vor dir auf. Schüttel die Beine locker aus, sodass wieder ein Teil der Dehnungsspannung sich lösen kann. Und dann bring die Fußsohlen zueinander, lass die Knie nach außen sinken. Und finde hier auch entweder kleine Bewegungen, um dich in diese Dehnung der Leisteninnenseite zu reckeln. Oder ein paar Momente der Ruhe und Gelassenheit, um bewusst diese Dehnung und diese Länge zu spüren. Wenn sich das sehr intensiv anfühlt, dann rutsch einfach mit den Füßen ein bisschen weiter weg. Und wenn du mehr möchtest, dann zieh die Füße wieder ein Stück zu dir heran. Kannst du also alles gut justieren und steuern. Atme tiefer in das Becken. Gut. Jetzt bitte ich dich mal zu beobachten, was passiert, wenn du die Füße kräftiger zusammendrückst. Dann zieht sich die Muskulatur gefühlt wieder zur Mitte des Körpers zurück. Alles ist ein bisschen zentrierter zur Mitte. Ja, also auch die Beinmuskulatur spannt sich an. Die Hüfte ist zentrierter. Die Gesäßmuskulatur spannt vielleicht auch gleich an. Jetzt nutzt diese Zentrierung zur Mitte. Die Füße drücken zueinander und hebt dein Becken einen Moment nach oben. So ein bisschen heben und dann feder mal so ganz locker bitte mit dem Becken hoch und runter, dass die Beine etwas mitschwingen. Schön locker durchbewegen und dann lande wieder mit dem Becken und entspann wieder die Beine, also gib keinen Druck mehr gegen die Füße. Lass dich nochmal mit viel Entspannung in diese Dehnung sinken, dass die Knie im Laufe der Zeit weiter nach außen gleiten. Mal nochmal tief in den Bauchraum atmen. Gut. Dann bring die Knie wieder zueinander, das kannst du gerne mit den Händen unterstützen, mal von unten gegen die Beine drücken, die Knie zueinander bringen. Ein kleiner Ausgleich, das rechte Knie zum Oberkörper ranziehen, das linke Bein am Boden ablegen, schieb die linke Ferse von dir weg, drück die Innenseite des linken Oberschenkels nach unten, zieh das rechte Knie mal wirklich ganz nah zum Oberkörper oder zur rechten Seite ran, spür die Dehnung im linken Oberschenkel in seiner Vorderseite und wechsel. Linkes Knie ranziehen, rechtes Bein über die Ferse am Boden ausschieben. Rechte Innenseite des Oberschenkels drückt nach unten. Linkes Knie ziehst du zum Oberkörper oder zur linken Flanke ran, sodass die rechte Oberschenkelvorderseite eine kleine Dehnung erfährt. Und dann gib dein rechtes Bein nach oben, hol ein paar Mal Schwung und schwing dich hoch. Gut. Wir machen weiter im Vierfüßler. Du brauchst dann einen Yoga-Block oder etwas Ähnliches in Reichweite. Gut, wenn du hier im Vierfüßler angekommen bist, dann nutzt den mal für dich, für kleine, schöne Bewegungen. So, damit du mehr Wohlgefühl findest. Damit sich überall dort Bewegungen wohlig anfühlen, wo das jetzt wertvoll ist und wichtig ist. Gut, dann komm hier in den Katzenbuckel, roll dich ein, den Bauchnabel nach oben führen, die Flanken heben, die Wirbelsäule hochheben. Den Kopf einrollen, Hände in den Boden schieben. Dann der Pferderücken, die Wirbelsäule entspannt, weich nach unten. Du tauchst in den Schulterbereich ein, bringst den Blick nach vorn. Wenn du ausatmest, in den Katzenbuckel hochrollen, den Rücken runden, Flanken heben. Kopf einrollen, einatmend in den Pferderücken, Wirbelsäule taucht ein. Brustkorb sinkt nach unten, Brustbein hebt sich, Blick hebt sich. Ausatmend, Katzenbuckel, runder Rücken. Einatmend, Pferderücken. Ein Hohlkrücken. Mach das hier noch 3, 4 Runden. Auch wieder schön harmonisch für die Bewegung. Mit einer guten Verbindung zur Atmung. Gut.
Dann lande wieder neutral im Vierfüßler. Stell den linken Fuß hinter dir auf, schieb die linke Ferse von dir weg und heb dein linkes Bein parallel zum Boden an. Und jetzt brauchst du wieder einen Teil der Körperspannung, also Bauchnabel saugst du ein bisschen einwärts. Dreh jetzt das hintere Bein auswärts, sodass die Zehen nach links weg zeigen. Nochmal einatmen, hinteres gehobenes Bein ein bisschen höher heben und versuch mal auf diese Ebene im Ausatmen das linke Bein nach links zu führen, neben dir. Einatmen, das Bein zurückführen. Ausatmen, das Bein zur linken Seite führen. Nochmal einatmen, nach hinten. Ausatmen, das Bein wieder links zur Seite und da den Fuß am Boden aufsetzen. Gut. So, den Fuß flach aufsetzen, bitte. Ich hoffe, du siehst ihn jetzt. Okay. Gut. Wir werden uns auf der rechten Hand weiter aufstützen. Wenn dein Handgelenk eine kleine Pause braucht, dann nutzt den Yoga-Block bitte und stütz dich da drauf. Falls du keinen Yoga-Block hast, dann kannst du einfach auch die Matte hier zusammenfalten und dich auf diesem, mit dem Handballen auf dieser Falte aufstützen. Also, linke Hand ist frei. Wenn du einatmest, bring den linken Arm über die Seite nach oben. Und wenn du ausatmest, schieb den linken Arm unter der rechten Achsel hinweg. Mal 3, 4 Runden. Du kannst gern mit dem Blick der linken Hand folgen. Nochmal eine Runde mit dem Einatmen nach oben ziehen. Bleib hier einen Moment, schau gern weiter nach oben Richtung Himmel. Zieh dich aus der unteren Schulter heraus. Nochmal tief einatmen. Nach oben strecken und ausatmen, die linke Hand wieder aufsetzen. Gut, einatmen und ausatmen, linkes Bein wieder heben, einatmen, nach hinten führen und ausatmen, hinter dir aufsetzen, sodass die linke Ferse und der rechte Fuß, den du vielleicht aufstellst oder lang ablegst, eins ist für die Kniescheibe, die rechte schöner, sodass es ungefähr eine Linie bildet. Wir stützen uns immer noch auf der rechten Hand auf. Bring wieder mit dem Einatmen den linken Arm über die Seite nach oben. Verweil jetzt hier. Jetzt brauchst du ein bisschen mehr Körperspannung, das merkst du. Das ist gar nicht so leicht. Zentriere die Mitte deines Körpers, also den Bauchnabel leicht einsaugen, den Beckenboden sanft schließen und das immer mit dem Ausatmen verbinden, um mit dem Einatmen dich auszustrecken und zu wachsen. Ja, 2, 3 tiefe Atemzüge. Gut. Jetzt bring den Blick bitte nach unten zur Yogamatte. Setz da einen Blickpunkt, einen Anker. Und mit diesem Anker hast du ein bisschen mehr Sicherheit. Und lass uns probieren, mal mit dem Ausatmen ganz in Ruhe das linke Bein hochzuheben. Schau, was passiert. Wenn du sicher bist, dann bring den Blick wieder zur Seite. Atme tief weiter. Stabilisier dich. Spür die Spannung, die Kraft, das Zentrieren. Aber auch das Strecken, die Länge, die Größe. Nochmal tief einatmen, auseinanderziehen und ausatmen, in den Vierfüßler zurückwechseln. Gut, schön durchbewegen, aber das rechte Handgelenk wieder mobilisieren. Bleib in dieser Position, auch wenn ich mich jetzt wende, damit du mich einfach dann besser sehen kannst. Gut, nochmal in den Katzenbuckel ausatmen, in den Pferderücken einatmen, 2 Runden noch, mal alles wieder durchbewegen. Und dann komm neutral wieder an im Vierfüßler. Linkes Handgelenk gerne mal auf eine Mattenfalte setzen zwischendurch oder auf den Yoga-Block oder eine Faust machen. Also mach das immer so, dass sich das Handgelenk gut anfühlt. Rechten Fuß stellst du auf, schiebst den nach hinten, streckst dein rechtes Bein und hebst es parallel zum Boden an. Das rechte Bein auswärts drehen, die Zehen zeigen nach rechts. Einatmen, rechtes Bein ein bisschen höher heben und auf der Ebene, versuch es mal ausatmend, nach rechts zu ziehen, neben dich zu bringen. Einatmen, Fuß zurückschieben, ausatmen, Fuß zur Seite nach rechts schwingen. Nochmal einatmen, nach hinten, ausatmen, zur Seite. Letzte Runde, einatmen, Fuß nach hinten schieben, ausatmen, zur Seite ziehen und hier den Fuß aufsetzen. Gut, möglichst wieder den Fuß flach aufsetzen. Gut, okay, linke Hand stützt dich, gerne Faust flach oder auf dem Yoga-Block. Mit dem Einatmen den rechten Arm über die Seite hochziehen. Mit dem Ausatmen fädelst du den Arm unter der linken Achsel hindurch.
macht das für dich dynamisch weiter. Verbinde Atmen und Bewegen miteinander. Eine Runde noch, um mit dem Einatmen das nächste Mal hier oben zu bleiben und kurz in die Statik zu kommen, den Blick wahlweise nach unten oder nach rechts oder dem Arm wieder folgend. Mit dem Ausatmen die Mitte des Körpers definieren, Bauchnabel einsaugen, Beckenboden weich schließen und einatmen, zieh dich auseinander, den Rücken lang, diese innere Achse strecken und dich über dem rechten Arm nach oben ziehen. Atme weiter, 3, 4 Atemzyklen noch. Gut, mit dem nächsten Ausatmen senkst du die rechte Hand wieder zurück. Atme hier wieder ein, streck den Rücken. Ausatmen, rechtes Bein heben. Einatmen, nach hinten bringen. Und ausatmen, den Fuß aufsetzen. Wieder flach. Ja, die rechte Ferse und der linke Fuß sind ungefähr in einer Ebene. Du kannst den linken Fuß aufstellen, wenn sich das für das linke Knie besser anfühlt. Ansonsten leg den linken Fußrücken ab. Linke Hand gut erden, nochmal die Variante finden, die hier passt. Und dann mit dem Einatmen den rechten Arm ganz in Ruhe über die Seite nach oben ziehen. Blick mal im Moment noch nach unten zum Boden bringen, sodass du deinen Bodenanker setzt. Wenn du hier angekommen bist und dich stabilisiert hast, dann kannst du wahlweise gerne auch den Blick zur Seite bringen. Und dann atme tief. Auch hier im Ausatmen die Körpermitte stabilisieren. Einatmen dich strecken. Bring den Blick nochmal nach unten zur Yogamatte. Setz da so einen wirklichen guten Anker für den Blick und damit auch für den Geist, für seine Aufmerksamkeit. Und mit diesem Fokus versuchst du, das rechte Bein mal langsam hochzuheben. Gut, schau, was passiert, wie es sich anfühlt. Wenn du stabil bist, dann bring den Blick wieder nach rechts. Ansonsten lass ihn gerne am Boden. Ja, mach noch 3, 4 tiefe Atemzyklen hier. Gut, dann löse langsam wieder auf, komm in den Vierfüßler zurück und beweg dich nochmal durch. Schön frei, Katzenbuckel und Pferderücken. Und komm für einen Moment mit dem Ausatmen zur Position des Kindes. Leg dich da ganz weich ab, lass die Arme entspannt nach vorne ausgleiten und beweg die Finger und Handgelenke mal so schön angenehm durch. Dann komm bitte wieder im Anschluss in den Vierfüßler hoch. Wir praktizieren jetzt den ersten Durchgang des abwärtsschauenden Hundes. Dafür stellst du die Füße auf, schiebst dein Becken nach hinten hoch. Finde in diesem Moment erstmal so schöne, wohlige Bewegungen. Und da wir die Beinrückseite dort nochmal brauchen, kannst du gerne für ein paar Atemzüge eine Ferse mal wirklich nach hinten runterschieben. Spüren, wie die Dehnung entsteht in der Beinrückseite. Und danach wechseln, die andere Ferse tief nach unten schieben. Schau mal, wie weit das möglich ist. Spür hier auch die Dehnung, die entsteht in der Beinrückseite. Gut, dann heb beide Fersen nach oben, streck die Beine durch. Also die Innenseiten der Oberschenkel schiebst du weg. Schieb dein Becken nach hinten hoch, drück die Hände nach unten in die Matte. Streck dich mal ganz lang bitte in den Armen, in den Achseln, in den Flanken, in den Beinrückseiten. Und dann senk, ohne die Beine zu beugen, die Fersen wieder tiefer. Schau auch hier, wie weit das möglich ist, wie weit du die Fersen senken kannst, ohne die Beine zu strecken. Noch ein paar Atemzüge in die Dehnung strecken. Dann nimm wahr, wie sich diese Position, diese Asana anfühlt, um sie für die nächste Runde zu vergleichen. Komm dafür zunächst wieder zurück in den Vierfüßler. Ja, nochmal gerne ein bisschen bewegen, um Spannung aus den Schultern und Handgelenken zu lösen. Gut. Jetzt brauchst du einen Yoga-Block oder etwas Vergleichbares, um den zwischen die Oberschenkel zu klemmen, kurz über die Knie. Wenn du nichts hast, dann arbeite imaginär, dann stell dir vor, du hast da einen Yoga-Block oder etwas Vergleichbares zwischen den Oberschenkeln. Stell die Füße bitte auf.
Und jetzt halte diesen Block gut fest. Also, das bedeutet, du ziehst die Beine aufeinander zu, um diesen Block zu drücken. Mach nicht alle Kraft, aber so, dass du ihn einfach gut halten kannst. Gut, dann stell die Füße auf, immer noch. Den Block drücken und schieb dich wieder hoch in den abwärts schauenden Hund. Jetzt probier diesen Block nicht nur zu drücken, probier ihn auch nach hinten wegzuschieben. Das heißt, die Beininnenseiten schieben zurück. Das ist eine kleine Innenrotation der Oberschenkel. Und trotzdem versuchst du die Außenfersen wieder Richtung Boden sinken zu lassen. Den Block drücken und sogar vorstellen, du ziehst ihn hoch zum Becken. Spür diesen deutlichen Unterschied für die Beine im Vergleich zu vorhin. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Gut. Nimm diesen Block bitte wieder heraus. Die Füße lässt du aufgestellt. Jetzt stell dir diesen imaginären Block vor. Da ist immer noch ein Block zwischen den Oberschenkeln. Was bedeutet, dass du die Beine etwas zueinander ziehst, um diesen imaginären Block zu halten. Eine ähnliche Zentrierung, denn wir zentrieren die Beine zueinander, machen wir jetzt auch für die Arme. Dafür spreizst du nochmal die Finger weit auf, beugst dann die Arme an, sodass die Ellenbogen ein Stück nach außen ziehen. Und jetzt stell dir vor, du schleifst auf der Yogamatte die Hände zueinander. Ich zeig's mal von vorn. Also wenn die Matte glatt wäre, würden jetzt die Hände zueinander rutschen. Diese Bewegung machen die Hände, ziehen aufeinander zu. Da die Matte doch recht rutschfest ist, passiert von außen gesehen nichts. Wenn die Intention nicht ganz klar ist, dann stell dir vor, du faltest die Matte zwischen den Händen zusammen. Ja? Bleib in dieser Qualität, Hände ziehen aufeinander zu, dreh die Ellenbogen wieder so, dass sie nach hinten zeigen, also die Arme machen eine Auswärtsrotation und jetzt streckt die Arme wieder. Nochmal zum Erinnern, du hast den Block zwischen den Oberschenkeln, den du drückst und du schleifst die Hände aufeinander zu, um die Matte zu falten zwischen den Händen. Komm jetzt in dieser Kraft, denn wir ziehen die gesamte Muskelspannung zur Mittellinie des Körpers oder zur Mittellinie der Yogamatte, aber ich gehe jetzt vom Körper mal aus. Also du ziehst alle Muskeln aus der Peripherie zur Mitte deines Körpers. Mit dieser Kraft schiebst du dich wieder nach hinten hoch zum abwärts schauenden Hund. Das ist deutlich anders als vorhin, ist viel kraftvoller. Ja, immer noch diesen imaginären Yoga-Block zwischen den Oberschenkeln halten und nach hinten wegschieben. Die Hände aufeinander zuziehen. Wir ziehen alles zur Mittellinie unseres Körpers und strecken jetzt die Mittellinie. Das heißt, du streckst die Wirbelsäule, schiebst dein Becken nach hinten hoch und streckst die Innenseiten der Beine, indem du die Fersen nach unten senkst. Und die Beine ziehen aufeinander zu. Ja, nochmal, alles zueinander ziehen. Und mit dieser Kraft kommst du nach vorne in den Liegestütz. Du hältst diesen imaginären Yoga-Block zwischen den Oberschenkeln, schiebst den hoch, schleifst immer noch die Hände aufeinander zu. Alles zieht zur Mittellinie. Und diese Mitte schiebst du hoch. Du schiebst deinen Rücken sanft nach oben, hebst dich aus den Schultern raus und streckst dich. Also schiebst die Fersen weg und ziehst den Scheitel nach vorn. Nochmal einatmen, auseinanderziehen, die Hände und Beine aufeinander zuschieben und ausatmen, langsam ablegen, die Ellenbogen nah an den Körper bringen. Und dann komm ja einen Moment an, nochmal locker ausschütteln, die Füße ablegen, Becken ausschütteln, dann im Anschluss das Steißbein nach hinten schieben, die Hände unter die Schultern, einen unter die Ellenbogen aufsetzen, die Schultern kreisen nach hinten, zieh die Schulterblätter zueinander, zieh die Ellenbogen zueinander, Hände schieben ein bisschen zurück, sodass du nach vorne rutschst und rutschst nach vorne hoch in die Cobra. Ja, die Beine ziehen wieder zueinander, Schulterblätter ziehen zusammen, Ellenbogen ziehen zusammen, Brustbein hebt sich, also du streckst dich wieder lang, atme nochmal ein, ausatmen, schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, die Knie senken, komm in den Katzenbuckel und zum Pferderücken und ausatmend zum Kind. Eine kleine Pause, die Handgelenke wieder mobilisieren, in den Rücken atmen. Gut, mit dem Einatmen wieder hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Den imaginären Yoga-Block halten, die Beine aufeinander zuziehen, die Hände aufeinander zuziehen. Streck dich dann aus der Mitte ganz lang und heb dein rechtes Bein hoch. Die Ferse weit hoch, rechte Hand drückt in den Boden. Jetzt dreh die rechte Hüfte bitte auf, schieb die rechte über die linke Hüfte. Die rechten Zehen zeigen automatisch nach rechts. Schau gern unter der rechten Achsel zur Seite. Wenn du dich mehr in der rechten Seite strecken möchtest, dann komm auf die rechten Fingerspitzen. Optional ist das. Nochmal einatmen, rechtes Bein weit nach oben ausscheren lassen, richtig hochziehen und ausatmen, den rechten Fuß zu den Händen nach vorne schwingen.
Okay, wieder tief durchatmen. Linkes Bein auswärts drehen. Und jetzt brauchst du den Yoga-Block und zwar aufgestellt vorne rechts. Also ein Stück vor dir und rechts, idealerweise direkt neben der Yogamatte. Denn die Yogamatte ist doch auch ein bisschen wackelig, also weich und wackelig. Der Boden ist sicherlich fester, dann steht der Block sicherer. So, wir gehen jetzt in Parshva-Konasana. Stützt dazu bitte den rechten Unterarm auf dem Oberschenkelansatz auf, also kurz hinter dem Knie vor dem Muskelbauch. Das ist weniger druckempfindlich. Oberkörper drehst du nach links und streckst jetzt für einen Moment mal den linken Arm über den Kopf nach vorn aus. Ja, streck dich auseinander in der linken Seite, wenn du einatmest. Wenn du ausatmest, dann definier die Mitte deines Körpers, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel ein. Nochmal einatmen, ausstrecken. Ausatmen, die Mitte definieren. Letzte Runde einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, die linke Hand an die Hüfte aufsetzen. Jetzt bring den Blick bitte zum Yoga-Block rechts außen. Wir werden da jetzt gleich die rechte Hand hinbringen. Damit du da gut ankommst, holst du einfach den hinteren Fuß ein Stück ran. So, also ein paar kleine Fußlängen ranholen. Es bekommt dein rechter Fuß mehr Gewicht. Das wird auch gleich dein Standbein werden. Greif jetzt mit der rechten Hand bitte den Yoga-Block. Wenn du nichts hast, du kannst auch mit mehr Kraft arbeiten, die Hand einfach schweben lassen, vorne rechts. Den Blick bitte nach unten vor den rechten Fuß. Jetzt ziehst du dich weiter nach vorn, so weit, dass du das Standbein langsam strecken kannst und das hintere Bein auch strecken kannst in die Luft. Wenn du den Yoga-Block hast, dann positionier ihn nochmal unter die Schulter, vorne und ein bisschen nach außen. Jetzt drehst du dich nach links auf. Da der Yoga-Block außen ist, machst du eine kleine Rückbeuge, das wirkt stabilisierend. Jetzt bring den linken Arm noch nach oben zur Decke. Ja. Wenn du keinen Yoga-Block hast, dann versuch hier im Moment frei zu sein. Ansonsten komm wieder zurück. Wenn du einen Yoga-Block hast, du kannst auch mal das Gewicht vom Block ein bisschen zurücknehmen. Bleiben noch 3, 4 Atemzyklen. Zieh dich ganz lang. Atme. Einatmen, strecken in allen Strukturen deines Körpers, ausatmen, die Mitte stabilisieren. Nochmal tief einatmen und tief ausatmen. Mit dem letzten Mal, wenn du einatmest, zieh dich noch einmal ganz lang und ausatmen. Standbein beugen, ein großer Schritt zurück. Richte dich auf in den zweiten Helden. Bring den Blick über den rechten Arm. Bleib hier. Finde Ruhe, finde Zentrierung im Geist. Und wir gehen den Weg zurück. Nochmal einatmen, mit dem rechten Arm weit nach vorn ziehen. Ausatmen, beide Hände zum Boden bringen, hinteren Fuß aufsetzen. Schritt zurück in den Hund. Hier ankommen. Tief durchatmen. Na, vielleicht magst du Bewegungen machen. Und auch in den Rücken atmen. Du kannst hier im Hund bleiben oder einfach mir folgen und dann einatmen, in den hohen Liegestütz gleiten. Hände und Füße aufeinander zuziehen. Ausatmend in die Bauchlage, nach unten kommen, einatmen, Schulterblätter zusammenschieben, Schultern zurück, Cobra nach oben, ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Gut, komm hier an, heb dein linkes Bein nach hinten hoch, schieb die Ferse weg, drück die linke Hand in den Boden, jetzt dreh deine Hüfte auf, die linke Hüfte stapelst du über die rechte, rechtes Bein dreht ein bisschen auswärts, Kniescheibe zeigt zu dir. Schau gerne unter der linken Achsel zur Seite. Wenn du mehr möchtest, dann komm auf die linken Fingerspitzen. Nochmal einatmen, linkes Bein deutlich höher ziehen und ausatmen, den linken Fuß nach vorn schwingen zu den Händen. Okay, gut. Rechtes Bein drehst du auswärts. Bleib hier, ich drehe mich kurz. So. Stütz dich mit dem linken Unterarm auf dem Oberschenkelansatz auf. Und der Yoga-Block ist außen links, ja, im Idealfall, außen links am Boden. Dann drehst du dich nach rechts auf und streckst den rechten Arm über dem Kopf aus. Wenn du einatmest, dann zieh die rechte Seite lang.
Wir brauchen ja diese Länge in diesem Halbmond. Ausatmen, die Mitte stabilisieren. Das braucht auch die Kraft in der Mitte. Nochmal einatmen, aus der Mitte strecken, auch mit der Wirbelsäule. Ausatmen, in die Mitte kommen, definieren. Mal einatmen, zieh dich lang und ausatmen, rechte Hand nach hinten an die Hüfte. Der Blick nach unten vor dem Fuß zum Boden. Jetzt hol den hinteren Fuß mal so ein paar Fußbreit ran. Dann bring die linke Hand nach von außen auf den Yoga-Block, immer noch Blick nach unten. Und jetzt, so wie du soweit bist, du dich fokussiert hast, drückst du den Standfuß in den Boden, hebst dein hinteres Bein vom Boden ab und versuchst beide Beine ein bisschen mehr zu strecken. Standbein kannst du leicht anbeugen, wenn du möchtest. So, stütz dich auf dem Yoga-Block, wahlweise die Hand freilassen. Dann bring den rechten Arm nach oben. Dreh dich auf. Lehn dich ein bisschen zurück im Schultergürtel und immer mit dem Einatmen ziehst du dich auseinander. Mit dem Ausatmen stärkst du die Mitte deines Körpers. Bleib hier, atme, zentriere den Geist. Noch ein, zwei Atemzyklen. Nochmal einatmen, zieh dich ganz lang. Und ausatmen, Standbein beugen, ein großer, ruhiger Schritt zurückkommen, gleich hoch in den zweiten Helden, ganz sicher landen. Einatmen und ausatmen, Blick nach links, linkes Knie ein bisschen anbeugen. Verweile hier, atme weiter. Ich finde Ruhe. Zentriere den Geist, indem du die Atmung weiter beobachtest. Nochmal einatmen und ausatmen. Zieh dich nach vorn, bring beide Hände zurück zur Yogamatte, mach einen Schritt zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann finde Bewegungen, verwöhne dich, räkel dich immer durch den gesamten Körper hindurch. Und dann komm an im abwärts schauenden Hund und ich möchte mit dir dich wieder zentrieren, also mit beiden Körperseiten das Gleiche erfahren. Komm dazu mit dem Einatmen hoch in den Liegestütz, mit dem Ausatmen runter zur Erde. Mit dem Einatmen in die Kobra, mit dem Ausatmen zurück in den Hund. Einatmen, die Knie zum Boden bringen, den Katzenbuckel einrollen, zum Pferderücken aufrollen. Ausatmend in das Kind. Wir bleiben noch in der Bewegung. Einatmen, schwing dich wieder hoch in den Katzenbuckel. Komm zum Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, wieder zurück in den Katzenbuckel. Das zum Pferderücken gleiten. Ausatmen, zurück in das Kind. Mach mal noch zwei Runden, bitte. In deinem eigenen Rhythmus. Das kann auch langsamer oder schneller sein. Und interessant ist, wenn die Atmung dich führt, wenn du sie vertiefst, dann hat die Bewegung mehr Zeit. Wir treffen uns im Kind wieder. Also, wenn du soweit bist, legst du dich auf die Oberschenkel, kannst dir gerne die Knie ein bisschen nach außen öffnen, dich gemütlich einrichten, also für 3, 4 Atemzyklen hier eintauchen, zur Erde, zu dir selbst. Gut, dann richte dich bitte auf. Und bring deine Füße nach vorn. Stell den rechten Fuß bitte auf. Schieb dein linkes Bein von dir weg. Jetzt greifst du mit der linken Hand den Fußrücken oder Fußgelenk. Rechte Hand von außen an das Knie. Lehnst dich ein bisschen zurück. Ziehst deinen Fuß zum linken Oberschenkel und lässt dein rechtes Knie nach außen sinken. Im Idealfall fühlt dein rechtes Hüftgelenk sich gut an. Falls du zu viel Spannung hier hast, dann schieb den rechten Fuß ein bisschen mehr Richtung Knieinnenseite oder leg dir was unter den rechten Oberschenkel. Das hilft, um so eine kleine Spannung aus der Innenleiste zu nehmen. Gut, richte dich auf, orientiere dich wieder nach vorn zum gestreckten Bein und
Versetz jetzt den Brustkorb ein bisschen nach links, hin zum gestreckten Bein. Nochmal einatmen, lang werden, aufrichten und ausatmend Kinn Richtung Brustbein einrollen, Oberkörper einrollen. Roll dich über dem gestreckten linken Bein nach vorn. Die Hände dorthin, wo du gemütlich ankommst. Dann die Kniekehle, Schienbein, Fußgelenk oder Fuß selbst sein. Wenn sich das jetzt sehr komprimiert im Rücken anfühlt, dann zieh dein Brustbein ein wenig nach vorn Richtung Fuß. Aber es geht nicht darum, dich lang abzulegen. Dann hast du nur eine starke Spannung in der Beinrückseite. Bleib ruhig ein bisschen rund im Rücken, dann dehnst du ihn auch und verteilst diese Spannung harmonisch in der gesamten linken Seite deines Körpers. Finde ein paar tiefere Atemzüge in den Rücken. Und komm dann wieder zurück nach oben. Führ dein rechtes Knie zurück, leg dein rechtes Bein am Boden wieder ab. Gut, dann linke Kniekehle greifen, zu dir ranziehen, rechte Hand an den Fußrücken oder Fußgelenk, lehne dich ein bisschen zurück. Linkes Knie nach außen, linker Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Wenn du was unter dein linkes Knie oder Oberschenkel polstern möchtest, dann mach das, um Spannung aus der Innenseite zu lösen. Wenn das Knie einen sehr starken Innendruck hat, dann rutsch mit dem linken Fuß weiter nach vorn zum rechten Knie. Mach es für dich gut. Und einatmen, richte dich auf. Versetze den Brustkorb ein bisschen nach rechts zum gestreckten Bein. Ausatmend, Kinn Richtung Brustbein, Rücken wird rund. Roll dich nach vorn über dein gestrecktes Bein. Auch hier so ein kleiner Mix aus rundem Rücken und langem Rücken. Versuchst eine gute Mitte zu finden. Nicht ganz gestaucht und eingerundet, aber auch nicht ganz lang gestreckt, um nicht nur die Oberschenkelrückseite lang zu ziehen. So, komm so an, wo die Dehnung sich harmonisch in der gesamten rechten Seite verteilt. Also rechte Beinrückseite, rechte Seite des Rückens. Und 3, 4 tiefe Atemzyklen in den Rücken. Und dann komm langsam wieder zurück nach oben. Und stell beide Füße gemütlich vor dir auf. Schüttel die Beine locker aus. Setz die Hände ein Stück zurück. Jetzt bringst du den rechten Außenknöchel gegen den linken Oberschenkelansatz. Wenn es nicht gut funktioniert, dann rutsch mit dem linken Fuß weiter weg. Oder zieh den linken Fuß weiter ran. Heb dein Brustbein nach oben. Spür, was geschieht. Und pendel einmal so ganz sanft nach rechts und links. Gut, dann lande wieder, bring beide Füße zurück zur Yogamatte. Nicht zu dir ran, eher ein gutes Stück weit weg, sodass du jetzt relativ gut den linken Außenknöchel gegen den rechten Oberschenkel stützen kannst. Dann kannst du immer noch das rechte Bein ein Stück ranholen, wenn du das vertiefen möchtest. Heb dein Brustbein sanft an. Spür die Dehnungen. Auch hier mal ganz weich nach rechts und links pendeln. Gut, dann lande wieder, stell den Fuß auch wieder zurück und greif dir mal bitte die Schienbeine, umarm sie, roll dich ein und schick das Atmen in den Rücken. Auch das Atmen zentriert den Rücken, denn immer wenn du einatmest, fächert sich der Rücken auf, der wird breit. Wenn du ausatmest, wird der Rücken wieder schmaler, er zentriert sich zu seiner Mitte. Gut, dann lass uns zu einem gemütlichen Sitz zurückfinden. Ja, komm dort an, wo du einen Wohlfühlsitz entdeckst, egal welche Form das jetzt ist.
Wenn du den gefunden hast, dann leg bitte deine linke Hand in die rechte hinein und schließ sanft die Augen. Die Augen können sich ausruhen, es gibt jetzt nichts Wesentliches im Äußeren zu suchen. Dein Gesicht kann sich entspannen, die Stirn glatt werden, die Kiefergelenke sich entspannen, vielleicht ein bisschen den Zahnabstand vergrößern zwischen Ober- und Unterkiefer. Die Zunge kann sich ausruhen und breit werden. Dein äußerer Körper darf mehr Entspannung genießen. Auch hier im Sitz beginnt uns die Zentrierung noch einmal, denn wir haben im Laufe dieser Yoga-Praxis alle Muskulatur müde zur Mitte unseres Körpers geführt, zu dieser inneren Achse. Das entspricht dem Oberkörper ungefähr der Wirbelsäule, denn es ist relativ genau in der Mitte des Rückens. Und die Wirbelsäule, wir haben sie auch in dieser Praxis gestärkt, auch die Muskulatur darum herum definiert. Und so kann sich diese innere Achse jetzt aufrichten. Also beginne dich an dieser Achse entlang nach oben zu strecken, nach oben leicht zu werden und dein Becken nach unten sinken zu lassen. Und dann finde den Fluss der Atmung wieder. Spür, wohin du jetzt atmest. Und überall dort, wo die Atemräume erfährst, dann schick die Atmung dort tiefer hin. Auch die Atmung wirkt zentrierend, einmal auf physischer Ebene, denn wenn wir einatmen, dann breiten sich die Atemräume aus, die fächern sich auf, werden breit, plustern sich auf. Und wenn wir ausatmen, dann ziehen die Atemräume sich zu ihrem Zentrum, zu ihrer Mitte zurück. Und deswegen wird die Ausatmung oft auch zentrierend für den Körper. Das Beobachten der Atmung wirkt auf den Geist zentrierend, denn wir sind jetzt nicht in den Gedanken verhaftet, die uns davontreiben lassen. Wir sind im Beobachten der Atmung und die Atmung ist in dir zu Hause. Das heißt, wenn du die Atmung beobachtest, dann bist du immer wieder bei dir. Und das ist eine Aufgabe für den Geist. Und diese Aufgabe, dieser Fokus des Geistes, zentriert ihn nach innen hin zu mehr Ruhe. Und so ist in dir, in deinem Zentrum, in deiner Mitte, ein Ort der Ruhe und Kraft. Ein Ort des Seins, in dem du zu Hause bist, so wie du bist. Und so darfst du hier auch sein. Ich wünsche dir, dass diese Yogastunde eine Unterstützung oder ein Impuls dafür ist, dass du in den nächsten Tagen auch immer wieder Gelegenheit hast, dich zu zentrieren. Das kann vielleicht einfach über die Atmung sein, sodass du nicht das Gefühl hast, dich in der Welt und den Herausforderungen der Welt zu verlieren und immer wieder davon getrieben zu werden von dir selbst, sondern auch Möglichkeiten und Räume findest, zu dir zurückzukehren, mit der Atmung zu dir zurückzukommen, den Geist und dich wieder zu zentrieren. Und von dort, aus dieser inneren Qualität der Kraft und Ruhe und des Seins und der Selbstbestimmtheit, wieder den Weg nach außen zurückgehst. Lass uns für diesen Moment diese gemeinsame Yogastunde zum Ausklang bringen und bring dafür die Hände bitte vor dem Herz zusammen. Atme hier tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bring sie über die Seite mit einem großen Bogen hoch über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, vor deine Stirn, vor deinen Mund, zurück vor dein Herz. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, einen großen Bogen über die Seite nach oben und ausatmen, die Hände Schritt für Schritt vor dir, vor deine Mitte, zurück zum Herz. Wenn du magst, dann verneig dich gern mit einem Danke für dich selbst, für die Zeit, die du dir schenktest, das Vertrauen, das du dir schenktest, aber auch die Zeit und das Vertrauen, das du mir gabst. Ich danke dir dafür. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten, die Augen öffnen,
Wenn du magst, bietet sich an dieser Stelle jetzt noch Shavasana an, also schon eine Auszeit für dich. Du bist ja einmal hier auf der Yogamatte. Genieß das gern noch und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Namaste. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.